Leutchen, Halli, Hallöchen, hier ist wieder euer Rupi. Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute Donnerstag, den 2. April 2015. Und da ist auch wieder dieses neue DreamWorks Dragons Magazin von Blue Ocean erschienen. Ja, als Gimmick riesengroß hier vorne drauf die drachenstarke Armbrust mit coolen 3 Pfeilen. Was an Pfeilen cool ist, das sei mal dahingestellt. Und halt schon wieder eine drachenstarke Armbrust, das hatten wir jetzt schon so oft, ehrlich. Ich mag's eigentlich gar nicht mehr sehen. Ich find's total öde, ich find's total langweilig, so ein Teil hier reinzupacken. Auch wenn es zugegebenermaßen mehr nach Berg, mehr nach Wikinger aussieht als alles andere zuvor. Man denke nur an diese bescheidene, ich habe gerade noch die Kurve gekriegt, rote drachensteige Armbrust. Die war sowas von komplett daneben. Das war eine offene Ohrfeige in jedes Gesicht eines Drachenzähmers, ganz ehrlich. Denn wie ich seinerzeit schon geahnt bzw. vorhergesagt habe, war die Armbrust kurz darauf in so einem Piratenheftchen drin. Ja, nur mit einem anderen Aufkleber und anders tituliert. Aber wie schon gesagt, ich finde es ganz, ganz furchtbar, dass die ganzen Gimmicks von Heft zu Heft springen. Ja, also alles, was ihr im einen Heft seht, habt ihr ein paar Wochen oder ein paar Monate später oder vielleicht auch gleich sogar den Monat drauf in einem weiteren Heft mit drin. Ja, letzter Monat war der Monat der Dolche. Da habt ihr in jedem Heft eine Waffe in Form von einem Dolch, von einem Säbel oder von einem Schwert gefunden. Wie hier im letzten DreamWorks Heftchen. Da war ja Hicks Dolch drin, der in meinen Augen nach allem ausgesehen hat, nur nicht nach dem Dolch von Hicks. Ich fände es besser, wenn da ein bisschen was Neutraleres drin wäre, ne? Gerade zum Beispiel die Figuren von der Serie. Wir haben so viele Wikinger, es gibt die Schafe, es gibt die ganzen Drachen. Es gibt zig Spiele, die man reinpacken kann, ja, wo man, was weiß ich, einen tollen Würfel mit den Gesichtern von den ganzen Figuren drauf reinmachen kann. Spielfiguren und so weiter und so fort. Warum immer Waffen? So ein Ding nimmst 2-3 Mal in die Hand und dann war's das, dann liegt es in der Ecke. Wenn's euch ähnlich geht wie mir, ich will niemandem meine Meinung aufdrücken, ja, bitte nicht falsch verstehen. Wenn ihr diese Armbrust hier mega toll findet, die ist auch schön, kein Thema, ist bisher das Beste, was an Armbrust in diesem Magazin hier zu finden war, dann ist es wunderbar, kein Thema. Aber wenn auch ihr denkt, boah, jetzt waren aber echt schon genügend Waffen drin, dann schreibt es dem Verlag. Hinten im Heft ist immer so eine Wertung drin, ne? Wo ihr ankreuzen könnt, was findet ihr in diesem Heft gut, was findet ihr schlecht und so weiter und so fort. Und macht es, füllt es aus, schickt es dem Verlag oder schreibt dem Verlag. Denn ihr seid die Kunden, ihr seid die Käufer, wir sind die Käufer. Ganz ehrlich, mir haben schon so viele Leute geschrieben, dass sie mit den Waffen hier überhaupt nichts anfangen können. Aber es ändert sich nichts an dem Konzept. Es kommen immer wieder und ich schaue nie, ich schwör's euch, ich schaue nie vor diesem Review, bevor ich so ein Heft hier anschaue, auf die Rückseite, was als nächstes kommt. Ich gucke mir die Vorschau nicht an. Ich lasse mich hier immer live in diesem Video überraschen, was kommt. Ich habe keine Ahnung, was im nächsten Heft drin sein wird. Würde mich aber freuen, wenn es mich mal überraschen würde. Meistens ist es halt immer irgendwas mit zum Schießen und... Oh. Oder es gibt ja auch diese Drago-Fallen mit den Drachen, ja. Selbst das finde ich irgendwo noch sinnvoller, wo jeder seinen Spaß mit haben kann. Sowohl Mädchen als auch Jungen, als so eine Armbrust. Oder ein Dolch. Oder vielleicht kommt auch irgendwann mal ein Schild, aber selbst ein Schild, wo hier die Angriffsklasse, ne, also ohne Zahn drauf ist, finde ich immer noch netter zum an die Wand hängen oder was weiß ich. Als sowas. Ich liebe DreamWorks Dragons. Ich liebe Drachenzähmen. Leicht gemacht. Das ist ein außergewöhnlicher Film. Ich finde es ein sehr, sehr schön gemachter Film mit einer ganz, ganz wichtigen Botschaft.
Und auch wenn es in den Filmen Kämpfe, Auseinandersetzungen gibt, ist die Botschaft des Filmes das komplette Gegenteil. Ja? Und in dem Moment, wo man so einem Magazin eine Waffe beilegt, frage ich mich, ob denn die Macher selbst die Botschaft überhaupt kapiert haben. Also schaut euch die Filme vielleicht nochmal an und denkt nochmal drüber nach. Naja, wie auch immer. Leute, lasst uns das Ding hier mal angucken. Bin gespannt, was wir diesmal drin finden. Okay, also hier haben wir unser neues Heft, die neue Ausgabe. Bevor ich hier irgendetwas vorlese oder euch zeige, würde ich sagen, mache ich erstmal hier die Armbrust weg. Und ich guck mal, dass ich das Ding hier wieder ganz vorsichtig wegkriege, denn dieses Mal wurden hier wieder Klebestreifen genommen. Okay, also damit, ach du liebe, Moment, was ist denn? Ach du liebe Zeit, hier hat man die Klebestreifen ins Heft reingeklebt. Was? Na, hoffentlich reißt es nicht, denn der Umschlag ist ja ein ganz anderes, hat eine ganz andere Beschichtung als die Seiten hier. Ach du Schande, Moment, da muss ich ganz, ganz vorsichtig ziehen, damit da nichts reißt. Okay, das habe ich weg. Ach du liebe Zeit, also das sollte aber eigentlich auch nicht passieren. Also da haben sie, puh, okay. Also ich ziehe es mal ganz vorsichtig ab. Empfehle ich euch, macht es immer ganz, ganz vorsichtig, damit ihr euch nicht die Titelseite kaputt reißt. Und hier oben, ach du liebe Zeit, hier haben sie es auch auf die Innenseite geklebt. Pfeift euch das mal rein. Ach du Schande, okay. Da muss ich ganz, ganz vorsichtig machen, dass ich hier nicht die Innenseite einreiße. Ah, das war ja wirklich ärgerlich. Okay, also wenn es bei euch auch der Fall ist, macht es echt ganz, ganz, ganz vorsichtig. Nicht, dass ihr die Farbe hier abreißt oder das Papier womöglich einreißt. Okay, so, ich hab's. Ihr seht ja, ich mach das wirklich ganz, ganz vorsichtig, damit hier nichts passiert. Okay. Dann das Stück hier außen noch wegmachen, weil das ist immer übel, wenn es über den Rand geht. Auch da kann die Farbe, kann die Seite dann einreißen. Drum ziemlich flach abziehen, nicht im 90-Grad-Winkel, dann kriegt ihr das auch relativ gut weg. Okay, ich mach's ja auch gleich weg. Dann hier über den hinteren Teil des Umschlages. Geht das Eigelb drüber? Nee, das geht. Das geht, okay, also der Klebestreifen lässt sich zum Glück wirklich sehr gut lösen, okay. Das hätte auch echt ins Auge gehen können. Jetzt das hier noch. Okay. Hör es, da bleibt an der Rückseite schon ein bisschen vom Papier hängen. Ach, das ist zum Kotzen echt. Finde ich nicht gut, Leute. Finde ich echt nicht gut. Dann von dieser Seite hier probieren. Jawohl, da klappt es. Gut, also, Umschlag gerettet. Das hat geklappt. Ich mache das hier noch schön von der Verpackung hier weg. Ja, also diese sensationelle Armbrust, die schauen wir uns dann an, wenn wir das Heft hier durchgeschaut haben. Hier sehe ich auch übrigens, ne, die Bolzen, die sind hier schwarz und hier auf der Abbildung sind da noch Bilder von Drachenzähmen drauf. Ja, toll, ne? Klasse. Vielleicht finden wir auch im Heft noch irgendwelche Papierchen, wo man dann hier draufkleben kann. Keine Ahnung, aber das ist ja schon wieder ein Unterschied, ne? Naja, wie auch immer. Okay, Leute, also das hier ist unser neues DreamWorks Dragons Magazin mit einem spektakulären Cover. Natürlich die Bildelemente kennt man. Der brennende Hakenzahn ist mir jetzt neu. Das finde ich doch klasse. Das ist doch mal was anderes. Gut, okay, also jeden Monat neu die Nummer 4 für Mai 2015, obwohl wir April haben. Fragezeichen. Wahrscheinlich April, Mai. Doppeltes Fragezeichen. Kommt jetzt nur noch all 2 Monate. Naja, wir werden sehen, wenn wir auf der letzten Vorschau-Seite sind. Ich guck's mir noch nicht an. Wie schon gesagt, ich lasse mich da echt überraschen. Also, kostet in Deutschland 3,50 Euro. In Österreich 3,95 Euro. In der Schweiz 6,90 Franken. Ja, dann haben wir hier Kronkelchen. Wir haben hier den schrecklichen Schrecken. Wunderbar, unser DreamWorks Dragons Schriftzug. So schaut die ganze Seite hier aus, wenn wir die drachenstarke Armbrust entfernt haben. Unser Extra für dieses Heft mit 3 Pfeilen. Dann haben wir natürlich wieder drin knifflige Rätsel. Wir haben Comic ohne Zahn in Gefahr. Dann haben wir hier Teil 7, das Buch der Drachen, diesmal mit dem flüsternden Tod. Wir haben 2 Poster drin und hier statt des Mega-Posters 42 x 1,40 Meter, also ein Riesenteil. Ja, bin ich mal gespannt. Teil 1 von 5, wahrscheinlich kommt jedes Mal, jeden Monat oder jede Ausgabe ein so ein, ja, klaro, hier kommt jedes Mal ein so ein Teil und die kann man dann vermutlich zusammenkleben. Okay, okay, okay. Dann das Ganze natürlich wieder von Blue Ocean.
Gut, dann schauen wir hier mal rein. Was haben wir denn? Hier geht's wieder los mit Werbung. Okay, Inhalt. Hallo Drachenfreund, willkommen im Berg. Dieses Mal gilt es, ohne Zahn zu retten und Wikingerprüfungen zu bestehen. Immer mit dabei, jede Menge feurige Drachen und heldenhafte Wikinger. Viel Spaß. Ja, hier haben wir's. Teil 1 von 5 aus den Postern der nächsten 5 Ausgaben kannst du dir ein Megaposter bauen. Dafür musst du nur die Poster an der Lasche nebeneinander kleben, okay? So sieht es irgendwie aus. Ein riesengroßer Dragons-Schriftzug und dann die ganzen Drachenreiter drumrum. Okay, also Start des Mega-Sammelposters 42x140 cm. Wir haben hier 2 coole Poster drin, also noch ein kleineres, wie es ausschaut. Ja, also das große zum Zusammenkleben und ganz normales kleineres Poster zum Rausnehmen. Dann, was haben wir hier? Abenteuer und Rätsel, dann haben wir hier nochmal die Armbrust mit den Pfeilen, das Comic, dann Drachen zum Ausmalen, Basteln, tolles Wikingerschild, aha, dann hier das Buch der Drachen mit dem flüsternden Tod, okay. Auch diese Ausgabe werde ich euch nur relativ grob zeigen. Wenn es euch gefällt, kauft es euch. Wenn ihr euch für Drachenzähmen leicht gemacht interessiert, ist das hier eigentlich eine Pflichtlektüre. Oder wenn euch einfach die Bilder gefallen zur Serie, dann kann ich euch das Heft natürlich absolut empfehlen. Ja, auch hier könnt ihr wieder hier Punkte ergattern von verschiedenen Seiten und dann gucken, ob ihr das Zeug zum Drachenreiter habt. Also, hier geht's weiter. Neu und exklusiv, ohne Zahn, braucht Hilfe. Und wie es aussieht, ist es der gleiche Comiczeichner, den wir hier schon mal hatten. Der hat irgendwie ohne Zahn nicht ganz im Griff. Also der hat immer ein bisschen komische Augen, wobei seine Figuren echt nett sind. Mir gefällt auch, wie das ganze Ding hier koloriert wurde. Sehr, sehr comichaft. Gefällt mir an für sich echt gut, kann man nichts sagen. Ja, ihr seht ja, hier geht's wieder ab. Oh, die alte Dame, die Goti, die finde ich Weltklasse. Gefällt mir übrigens super gut. Vermutlich, weil sie nichts redet und einfach nur eine klasse Mimik hat. Okay, also, hier haben wir das Comic für dieses Mal. Schaut's euch an. Okay, hier geht's weiter. Ja, also, toll gezeichnet hier, Astrid im Wasser. Wuh, hier taucht sie sogar. Da geht's ab, Leute. Da ist wieder echt was geboten. Ja, cool gemacht. Okay. Und, ja, hier sind sie in der Höhle. Und es geht hier um einen Kristall. Also, Hakenzahn ist hier dieses Mal gefragt. Vielleicht ist auch nur ein anderer riesenhafter Albtraum. Keine Ahnung. Ihr werdet es erfahren, wenn ihr es euch durchlest. Genau, hier haben wir wieder ohne Zahn. Ne, das ist das, was ich meine. Also, das ist nicht wirklich ohne Zahn. Das ist schon extremes Gesicht, oder? Was meint ihr? Wie auch immer. Na, egal, ist halt der Stil des Zeichners. Okay, das war das Comic. Dann haben wir hier Rundflug mit Fehlern. Hier startet ein Abenteuer. Und naja, hier fängt auch schon das Poster an, beziehungsweise die erste Hälfte von dem kleineren Poster. Das sieht schon mal gut aus. Was haben wir hier? Ah ja, okay, Rotzbacke. Das hier scheint schon der erste Teil von diesem Mega-Poster zu sein. Seht ihr das? Hier wird so ganz, ganz hell mit solchen Perforationsstreifen. Also hier können wir dann wahrscheinlich das nächste Poster ankleben und ist auch nicht A4, sondern A3, also ist über 2 Seiten verteilt und hier haben wir, was? Das große Ostergewinnspiel. Hier haben wir wahrscheinlich lauter DreamWorks-Filme, die hier vorgestellt werden, oder? Plus cooles Drachenzähmen-Poster. Was? Noch ein Poster? Dann mal schön durchgucken. Also hier haben wir die Pinguine von Madagaskar, dann haben wir hier Madagaskar an sich, dann geht's hier weiter mit Shrek, gleich hier Werbung für weitere Animationsfilme, Turbo mit den Schnecken, dann die Croods, die kann ich euch übrigens absolut empfehlen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut euch den an, wenn's geht in 3D, der Film ist Hammer, habt mich weggeschmissen, absolut. Dann Mr. Peabody, der war eigentlich auch nett. Der Junge war absolut goldig animiert, nur der Hund, okay, man hat sich halt an die Vorlage gehalten, aber der sieht halt doch recht antiquiert aus, ziemlich altertümlich.
Ach ja, hier hat's Werbung. Genau, und hier seht ihr das. Hier gibt's die neuen Kartenspiele. Die habe ich zufällig hier liegen. Wollte ich euch auch bei den Neuheiten zeigen. Es gibt mittlerweile auch noch ein Dragons Quartett. Ne? Ist noch original verpackt. Muss ich noch rausholen. Und es gibt hier dieses Dragons Battle Game. Kommt alles von Ass Altenburger. Ja, auch das werde ich irgendwann, wenn ich denn mal dazukomme, auspacken. Ne? Also dieses Quartett und dieses Battle Game ist ebenfalls neu erschienen mit zwei anderen Kartenspielchen. Die habe ich aber euch, glaube ich, schon in der Neuheit, in Neuheiten gezeigt. Ne? Also findet ihr noch einige andere Dragons-Artikel. Hier die Hörspiele, dann haben wir hier die Staffeln, die Fernsehfilme. Wir haben hier die Kinofilme, wir haben das Konsolenspiel, wir haben das Panini-Sticker-Album, das Panini-Buch zum Film. Alles Dinge, die ich noch zeigen muss. Heieiei. Und hier haben wir noch ein Poster. Und das ist ja mal richtig schön. Wow, klasse. Hier auch tatsächlich Figuren aus dem zweiten Teil. Der Ohnezahn ist ja einfach nur Weltklasse. Hicks mit seinem Schwert, Astrid, Sturmpfeilchen, Hakenzahn und natürlich den Wolkenspringer. Schaut's euch an. Klasse Poster hier mit diesen Eisbergen im Hintergrund. Das ist schon cool. Fehlt eigentlich nur noch der Skrill. Hammer. Also richtig schönes, cooles Poster. Hammer. Dann haben wir hier wieder Werbung. Noch mehr Werbung. Was haben wir hier? Abenteuer mit Rio. Genau, auch ein Animationsfilm von DreamWorks. Dann natürlich Ice Age. Darf nicht fehlen, ist ja klar. Haben wir hier wieder Werbung. Also ist irgendwie so eine Sonderbeilage. Mission Osterwunsch. Klasse, hier die ganzen Filme. Hammer. Ja, genau, das hier ist dieses große Ostergewinnspiel. Könnt ihr mal gucken. Ich habe es jetzt noch nicht durchgelesen. Hier die Rückseite. Und hier der zweite Teil von diesem großen Mega-Poster, was fortgesetzt wird. Okay. Und ja, dann haben wir hier das andere Poster. Also haben wir in diesem Heft dieses Riesenteil und zwei kleinere Poster. Schön hier ohne Zahn, Haki, Sturmi und hier sieht man das Popöchen vom Fleischi. Okay, dann schon wieder Werbung. Gott, ist da Werbung drin. Dann haben wir hier Abenteuer, erobere die Höhlen. Hier wieder so ein Labyrinth, wo ihr durchgehen könnt. Und ja, hier kommen wir dann auch zur treffsicheren Dragons Armbrust mit drei Pfeilen. Warum sind da nur zwei? Ach so, weil der dritte gerade verschossen wird. Alles klar. Was haben wir hier? Was? Achtung, ein echter Wikinger schießt nicht auf mit. Es reicht doch, wenn man da schreibt, Achtung, schießt nicht auf Menschen. Nein, ein echter Wikinger schießt nicht auf Menschen. Klasse. Was, die Wikinger sind ständig auf das nächste Abenteuer aus, dabei lassen sie sich nicht abschrecken von fiesen Verbanden oder gefährlichen Drachen. Auch du kannst dich jetzt mit deiner eigenen Dragons Armbrust ins Abenteuer stürzen. So, was? Drachenbonus. Wie heißt der Drache von Haut drauf? Ja, welchen meint ihr jetzt? Haut drauf hat zwei Drachen. Leute, das ist aber auch eine krasse Frage, oder? Ich meine, Haut drauf hat Tornado geritten und Schädelbrecher. Also was, bitteschön, soll ich hier jetzt reinschreiben? Was haben wir hier? Kunstschießen. Das ist wahrscheinlich ein Zusatz zu unserer Armbrust. Genau, das könnt ihr ausschneiden und dann könnt ihr hier durch diesen Feuerring schießen. Okay, dann haben wir hier ein Malbild. Hier haben wir Werbung für die Schuhe von D. Genau, und der hat diese Slap-Snap-Bänder, die ihr dazu kriegt. Zumindest momentan. Genau, schön, dass ich euch das hier jetzt auch gleich so sagen kann. Dann basteln. Hier könnt ihr euch ein Wikinger-Schild basteln. Hier ist die ganze Anleitung dazu. Interessant. Was haben wir hier? Zeige dein Wikinger-Wissen. Okay, was haben wir denn hier für Fragen? Was schießt Sturmpfeil? Hier unten eins. Na, Stacheln, logisch. S-T-A-C-H-E. Passt nicht rein. Ja, was verschießt er denn? Dornen. D-O-R-N-E-N. Vielleicht sind es Dornen. Moment, Leute, ich guck mal ganz kurz in die Lösung. Zeig dir wie. Nadeln? Nadeln? Ist das die Lösung? Nadeln? N-A-D-E-L-N? Hallo? Nadeln? Geht's noch? Sturmpfeil verschießt doch keine Nadeln! Boah, Blue Ocean! Hallo? Was schreibt ihr denn da?
Das sind doch keine Nadeln. Leute, wisst ihr, was Nadeln sind? Gebt es mal bei Google ein. Definition Nadel. Wisst ihr, was ihr dann lest? Das kann ich euch sagen. Eine Nadel ist ein Werkzeug. Das hat doch nichts mit den Stacheln von Sturmpfeil zu tun. Ach du Liebe, ich lese nicht weiter, Leute. Ich lese nicht weiter. Mal ganz ehrlich, das ist jetzt aber schon... Alter Verwalter, ich mache schnell weiter. Ja, vergesst es alles. Ihr habt es nicht gelesen, ihr habt es nicht gehört. Hier, was Buch der Drachen? Genau, der flüsternde Tod. Spezies Wackerstein, okay? Also hier mal davon abgesehen, die Seite ist hier immer hammermäßig toll gemacht, gefällt mir gut, tolle Umsetzung, klasse Grafik, eine tolle Abbildung vom flüsternden Tod, Wahnsinn. Schaut euch mal die ganzen Farben an, die er alleine schon an seinem Kopf hier hat, Burner. Klasse, super Bild, muss ich schon sagen. Und hier habt ihr die ganzen Fakten zum flüsternden Tod. Ich hoffe, die stimmen wenigstens. Dann sind wir hier bei den drachensteigen Bildern. Hier ist die Fanpost-Ecke. Finde ich immer klasse, wie viel Mühe sich da die Leute geben. Das finde ich echter Hammer. Finde ich auch schön, dass es hier in diesem Heft gewürdigt wird. Oh, hier ist wieder eine Frage. Oh nee, ich lese mir gar nicht durch. Ja, dann hier, sag uns deine Meinung. Ganz wichtig, schreibt dem Verlag immer, was ihr von den Heften hier haltet. Ihr braucht es nicht in das Heft reinschreiben. Ihr könnt es euch rauskopieren und könnt es denen schicken. Oder ihr könnt denen natürlich auch eine Mail schreiben. Ja, und wenn ihr hier mitmacht, wenn ihr das ausfüllt, könnt ihr sogar Preise gewinnen. Das finde ich ja schon wieder klasse. Und dann sind wir hier auch schon auf der Abo-Seite. Und wenn ihr die Hefte hier abonniert, kriegt ihr Ravensburger Puzzle. Und das ist wirklich lohnenswert, denn die Puzzles sind wirklich Weltklasse, muss ich schon sagen. So, Leute, jetzt kommt die Wahrheit. Die pure Wahrheit, wir sind auf der Vorschau-Seite, die Nummer 5, Juni 2015, okay? Was kommt? Ich sehe schon, ein cooles Dragons-Katapult. Naja, wieder was zum Schießen, wie ich es gesagt habe. Ah, was und starke Dragons Trading Cards. Okay, das finde ich gut. Katapult, keine Ahnung. Wenn dann vielleicht in der nächsten Ausgabe vielleicht noch Figuren zum Katapult kommen oder irgendwie mal andere Drachen, ja, die man so noch nicht gesehen hat, dann fände ich das hier schon mal vielleicht ein guter Anfang. Ansonsten, wenn es nur wieder irgendwas zum Schießen ist, puh, naja, okay. Ja, zwei Geschosse sind auch noch dabei. Im Buch der Drachen haben wir den brüllenden Tod mit drin. Das Riesenposter wird fortgesetzt und schießt natürlich wieder super weit. Ist ja klar, wie immer. Die nächste Ausgabe erscheint am 7. Mai 2015. Ja, hier haben wir noch die ganzen Lösungen. Ja, Rückseite, hier haben wir noch Werbung drauf. Leute, das war's. Das war mein, ja, Reingucking ins neue DreamWorks Dragons Magazin. Eigentlich ein schönes Magazin. Ein bisschen viel Werbung drin. Mit ein paar seltsamen Lösungen, wie auch immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit diesem neuen Dragons Magazin von Blue Ocean. Ein Verlag, vor dem ich wirklich den Hut ziehe, denn es ist ein Wahnsinn, was die jeden Monat hier Hefte auf den Markt kloppen. Und ja, auch da kann man mal ein Auge zudrücken oder muss man auch mal ein Auge zudrücken, wenn mal was nicht vielleicht so ganz hundertprozentig ist. Denn ich bin's ja auch nicht, ne? Wer ist schon fehlerfrei? Okay, das war dazu. Ja, jetzt kommen wir hier zu unserem Gimmick, zu unserer drachenstarken DreamWorks Dragons Armbrust mit drei coolen Pfeilen. So steht's da. Und ihr seht schon, an den Pfeilen sind hier so kleine Bildchen dran mit den Figuren aus Dragons. Die suche ich hier allerdings bei meinen Pfeilen vergebens. Sind hier leider nicht dran. Also haben wir schon den ersten Unterschied. Okay,
Ich packe die super Armbrust hier gleich mal aus. Das ist schön gemacht, könnt ihr einfach ausziehen. Dann braucht ihr die Tüte auch nicht wegwerfen und könnt eure Armbrust, wenn ihr die Sachen halt einfach so sammelt, immer wieder reintun. Das finde ich toll. Die Pfeile hole ich mal raus. Ach Gott, die sind ja ganz leicht. Ach du liebe Zeit, okay. Das ist schon wieder ein Plus. Alles klar, kein Thema. Wunderbar. Die sind total leicht. Seht ihr das? Kann ich so zusammendrücken. Die sind aus so einer Kunststoffschaumform. Und hier oben, damit es ein bisschen schwerer ist, ist so ein bisschen, ja, so eine Plastikhaube drauf. Ne? Also das ist tatsächlich Plastik. Der Rest ist tatsächlich so ein, ja, wie so Flocken, die ihr in ein Paket mit reinschüttet, wenn ihr was verpackt. Ja, und da sind die schwarzen Noppen hier drauf geklebt. Also eine ganz, ganz leichte Geschichte. Und jetzt kommen wir mal hier zu unserer Armbrust. Moment, jetzt muss ich mal die Kamera ganz kurz verstellen. So, also, wie sieht's aus? Hier haben wir schon mal das Dragons Logo draufgeklebt. Auch das kann man hier natürlich immer auswechseln, je nachdem, welche Ausgabe diese Armbrust noch beiliegen wird. Hier haben wir den typischen Griff. Das ist immer schön gemacht. Den findet ihr übrigens auch bei diesen fliegenden Drachen, bei diesen Renndrachen, ne, wo man hinten so drücken kann. Da ist sowas auch dran mit diesen silbernen, ja, Endstücken, Endpunkten hier. Für mich sieht es von der Seite immer ein bisschen aus wie so ein abstrakter Drachen. Ne? Hier haben wir das Horn, hier haben wir das Auge, hier haben wir ein geöffnetes Maul. Ja, das ist eigentlich recht cool, gefällt mir recht gut. Und ähnlich sehen wir das auch hier vorne an diesem Teil. Zum einen könnt ihr meinen, das ist ein Fisch, der so das Maul aufreißt. Seht ihr das? Auge, Maul oben, Maul unten und hier haben wir auch noch wie so ein Hörnchen drauf. Also auch das könnte ein ganz abstrakter Drachen sein und der hält hier quasi diese Querstange im Maul. Hier haben wir einen Knopf, den können wir reindrücken, wie es aussieht. Dann hier haben wir die beiden Bögen an der Seite. Auch das hier hat man ein bisschen verziert, okay, von beiden Seiten. Ah, hier finden wir auch schon die Schrauben. Die habe ich schon vermisst, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben, auch hier am Griff. Okay, aber schön, wenn das ganze Ding hier stabil ist. So, und das funktioniert nicht so, dass man hier irgendwie was dranlegt, sondern das wird hier hinten reingespannt, wie auch immer. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, wegen diesem Horn hier. Das ist tatsächlich so gedacht. Dann können wir das nach hinten ziehen. Ah, jetzt ist es eingerastet, okay. Und wenn ich hier vorne drauf drücke, ja, auf den Knopf, dann wird es wahrscheinlich losgehen. Wow, das hat einen ganz schönen Zug. Mein lieber Scholli, also ich denke mal, die könnte echt schön weit schießen. Bin ich mal gespannt. Aber das Horn hier stört doch echt ein bisschen. Ist schon ein bisschen im Weg, ne? Ihr seht ja, wie schräg das da drin hängt. Jetzt muss ich doch mal geschwind ins Heft noch mal schauen, ob das überhaupt auch so gewollt ist. Wo haben wir es denn? Vor lauter Werbung finde ich unsere Armbrust nicht. Hier haben wir es. Ja, ne, das wird hinten so reingespannt. Okay, alles klar. Und hier ist nur der Ring. Ja, sonst haben wir keine Erklärung dazu. Okay, ist eigentlich auch nicht nötig. Hier haben wir das Gummi unter diesem Horn gespannt. Okay. Ja, habe ich hier auch, ne? Seht ihr ja? Wobei, wenn ich es andersrum halte, dann müsste das da drunter entlang gehen. Ja? Ja, so sitzt dann das drin. Wenn ich spanne, sieht es so aus. Ich denke mal, das Horn ist auch einfach deshalb dran, damit es nicht hochrutschen kann, sondern dass es auch einen einigermaßen Sitz hat. Ist schon okay. Ja, also es hält schon. Ja, und hier können wir dann eben diese Pfeile einlegen. Hier habe ich den Pfeil. So sieht das Ganze aus. Passt der ganz rein? Oh, also so weit geht er nur rein und so weit guckt er raus. Also so viel, so weit steckt er drin. Mehr ist es nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht, ne? Weil Hintergrund schwarz, Pfeil schwarz, aber wie auch immer, ich drücke da mal drauf. Ist auch ein bisschen blöd zu halten. Also wenn ich so halte, dann ist immer das Seil hier ein bisschen im Weg. Wenn ich so halte von oben, müsste dann so drauf drücken.
Also richtig gut genau zielen kann man nicht. Man kann halt nur ganz grob in Richtung schießen. Also ich drücke jetzt mal hier drauf, Horridor, und los geht's. Wow, also okay, ist bis hinten an die Wand geflogen. Also ich denke mal, das Ding fliegt locker 3 Meter, würde ich mal sagen. Ich stelle das nächste Mal hier rein. Okay, Achtung, Feurio und... Woo. Ja, also das Ding fliegt schon, ist cool. Also, schießt wirklich weit, muss ich sagen, ist gut. Ja, weit, ne, relativ. Also ich denke mal, so 4-5 Meter kann das Ding schon fliegen. Ne? Mehr muss es auch gar nicht. Und okay, nochmal. Zack. Alles klar. Also hat einen ordentlichen Zug, geht ab das Teil. Es funktioniert im Gegensatz zur roten Armbrust. Die hat überhaupt nicht funktioniert. Und wie ich schon eingangs sagte, also rein optisch ist diese Armbrust bisher auch echt das am besten nach Berg oder das am besten zu Wikinger passende Utensil, auch wenn ich es halt nicht so mag, weil es halt eine Armbrust ist. Ich meine, wie oft spielst du damit? Keine Ahnung. Aber ganz egal, ich denke mal, einige Jungs werden da schon ihren Spaß mit haben. Ob ein Mädchen jetzt so oft damit spielt, kann ich euch nicht sagen. Ihr könnt es mir gerne mal, wenn ihr ein Mädchen seid und auch das Magazin kauft, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr diese Schusswaffen zu Dragons? Findet ihr es cool? Spielt ihr viel damit? Oder ist es halt einfach nur eine Beilage, ein Gimmick, das man halt so mitnimmt? Ja, wie auch immer, Leute, das war's. Nein, das war's natürlich noch nicht, denn ich wäre ja nicht euer Opi, wenn ich nicht auch noch diesen hier Feuerring ausprobieren würde, hier dieses Kunstschießen. Ja, weil coole Ropis treffen immer zum richtigen Kunstschützen, wirst du erst mit dem Ring aus Feuer. Ring of Fire, Ring of Fire, Ring of Fire. Ganz nach dem bekannten Song schaffst du es, durch ihn zu schießen. Natürlich. Was hier eins, klebe den Ring aus Feuer auf eine stabile Pappe und schneide ihn entlang der gestrichelten Linie aus. Hier also einmal rundherum schneiden, dann knicke einen Standfuß nach hinten, einen nach vorne. Dann stelle den Ring auf, schon kann es losgehen. Also hier ausschneiden, diese Lasche nach vorne knicken, diese Lasche nach hinten knicken. Und was hier, lass dir beim Basteln von einem Erwachsenen helfen. Und... Rupi, allein zu Haus. Nein, ich lasse mir nicht von dem Erwachsenen helfen. Ich lass mir von der oft kopierten, niemals erreichten Dragons Schere helfen. Jawohl, die hilft mir heute. Und ja, ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr euer Heft nicht verschneiden oder auseinanderschneiden wollt, dann kopiert das ganze Ding und ich habe hier schon mal etwas vorbereitet. Ja, hier, ich habe diese Seite kopiert und zwar doppelseitig, habe die jetzt hier mit so einem Klebestick zusammengeklebt und jetzt schneiden wir das einfach mal aus. So, und da hilft mir das Dragons Shirley, weil die ist saumäßig scharf. Und das schneide ich jetzt einfach kurz aus hier. Ihr seid dabei. Jawohl, das geht ruckzuck. Die schneidet echt Hammer. Gott, ist die scharf. Burner. So, also ich verkünstle mich hier jetzt nicht. Wie schon gesagt, ich will es nur mal so ganz grob ausprobieren. Noch besser sieht es übrigens aus, wenn ihr das nicht einfach nur rund ausschneidet, sondern ihr seht ja hier die Flammen, die ein bisschen hochlodern, wenn ihr die einfach so ein bisschen mitschneidet. Ja, so ein bisschen zickzack irgendwie. Und wenn da noch ein bisschen weiß vom Papier zu sehen ist, dann malt ihr einfach hier mit einem Rot und einem Orange noch ein bisschen Flammen nach. Das ist ja total easy. So, jetzt mal einmal rum. Hier den Standfuß noch mit ausschneiden. Jawohl, ich habe die übrigens nicht zusammengeklebt hier unten die Füße, sodass ich die noch auseinanderklappen kann. So, einmal. So, drumherum ist weg. Jetzt müssen wir noch innen schneiden. Und wenn ihr bei dem Schaf unten noch ein bisschen so wegschneidet, hier, ne, dann habt ihr auch noch einen zusätzlichen Aufsteller und könnt das Schaf auf euer Regal stellen oder wo auch immer. Dann habt ihr eine zusätzliche Dragons-Figur, die ihr aufstellen könnt. Ne? Also das kann man alles machen. So, jetzt piekse ich hier aber einfach mal ganz grob rein. So, jawohl. Und schneid noch mal dieser Linie hier entlang, der inneren Linie. Jawohl. Ganz schnell, ganz flott, damit das Video nicht noch länger wird, wie es eh schon ist. Oh, der Rupi
ich krieg halt keine 7-Minuten-Video hin oder unter 7-Minuten-Videos, so wie es die Spectra Wundergeist schon gesagt hat. Wenn ich es jemals schaffe, Spectra, dann stoße ich auf dich an. Ehrlich, mach ich. So, jetzt bin ich gleich rum, okay, und schnipp, schnipp, die Schnapp. So, Schaf ist noch heile, ne? Jetzt könnt ihr, wie schon gesagt, das Schaf hier noch außenrum ausschneiden ein bisschen und lasst einfach den unteren Teil hier stehen. Dann könnt ihr den auch auseinanderklappen, ja, nach links und rechts, und dann könnt ihr das Schaf auch noch aufstellen, dann braucht ihr es nicht wegschmeißen. Und das könnt ihr auch zwischen die Ostereier stellen, dann habt ihr hier euer Osterlamm. So, ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Ring of Fire, meinen Feuerring. Und jetzt tue ich einfach hier die beiden Dinger hier unten auseinanderklappen. Und dann werde ich mal sehen, ob das Ding tatsächlich steht oder gleich wieder umkippt. So, eine Seite, dann noch die Seite hier. Ich hätte es natürlich auf einen Karton kleben sollen, aber ich wollte es jetzt einfach nur ganz schnell machen. Wenn es nicht steht, dann fällt mir irgendwas ein. So, jetzt habe ich hier den Ring. Klar, jetzt hängt er natürlich hier durch die Gegend. Für den kurzen Moment, wo ich das brauche, kriege ich das hin. Ha, 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 seht ihr das? Schon steht er da, mein Ring of Fire, mein Feuerring, jawoll, haha. Dann mal gucken, ob ich da durchtreffe, hier unsere Armbrust spannen, das Projektil hier vorne reinschieben, so, Achtung, oh, falsch rum, Moment, so rum. So, jetzt Achtung, ich drück, bin mal gespannt, ob es durchgeht, 3, 2, 1 und Feurio und... Wuhu, aber hallo, direkt durch die Mitte, hahaha. Kunstschütze Rupi! So, gleich nochmal spannen. Das zweite Projektil zielen. Ich bin mindestens 40 Meter vom Ziel entfernt. Und nochmal Vollrio und wuhu, direkt durch die Mitte. Ich bin so gut. So, Achtung, jetzt kommt die wahre Kunst. Ich lade nochmal und jetzt schieße ich mal links und rechts auf die beiden Ständer von unserem Feuerring. Mal gucken, ob ich die wegkriege. Achtung, also Power haben sie. Ich ziehe ein bisschen tiefer. Und, na, kriege ich es hin? Werde ich schaffen? 3, 2, 1 und... Wow! Ziel vernichtet, Gegner zerstört. Ich bin der Kunstschütze von Berg. So, was habe ich jetzt noch zum Umschießen? Genau, Achtung, Achtung! Den hier, diesen Filzstift. Leute, der ist total dünn, total schmal. Wenn ich den auf Anhieb treffe, was kriege ich dann? Dann bin ich der alleroberbeste Hammerschütze vom Rupital. Das kann ich euch sagen. So, ich leg an. Achtung, muss ich genau zielen. Oh, das wird schwer. Dieser Filzstift ist mindestens 100 Meter von der Kamera entfernt. Oh, was eine Herausforderung. Achtung, Rupi legt an. Er zielt. 3, 2, 1 und Feurio. Oh, ich bin die Schützenliesel vom Rupital. Jubel, Jubel, Freund, werf mir Blumen ins Haar. Ich dreh hier vollkommen durch. Ja, ja. Autogramme gibt es später. Danke, danke, danke. Ich muss weg. Das war meine Review, mein Unboxing, mein Durchblättern vom neuen DreamWorks Dragons Magazin von Blue Ocean mit dieser drachenstarken Armbrust und drei Pfeilen. Ich denke mal, das Abmessen und so weiter, das interessiert eh keinen. Das kann ich mir dieses Mal sparen. Es ist nett gemacht, hat ein paar wirklich nette Details. Ich würde nicht zu sehr an diesem Teil hier ziehen, nicht, dass es euch abbricht. Ja, also wenn ich das zurückziehe, ist das schon
ziemlich belastet. Also ich hoffe nicht, dass das bei allzu ofter Benutzung abbricht. Und ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß damit. Auch wenn ich das eingangs sehr kritisiert habe, diese Armbrust, weil es halt immer was zu schießen ist. Das finde ich, war jetzt eigentlich oft genug drin. Aber wenn das wirklich jede zweite, dritte Ausgabe drin ist, ist es mir, finde ich, doch ein bisschen zu viel. Wird sehr schnell eintönig. Von dem her würde ich mir ein bisschen mehr Abwechslung, was die Gimmicks, die Beilagen hier für dieses eigentlich so toll gemachte Heft wirklich wünschen. Hätte die Serie, hätte das Heft, hätte DreamWorks Dragons echt verdient. Also Leute, das war's von mir, das war's von eurem Ropi. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Spaß mit dem Heft, viel Spaß mit der Armbrust, mit der drachensteigenden Armbrust und drei coolen Pfeilen. Und viel, viel Spaß mit den Rätseln. Und ich hoffe, ihr kommt auf die richtigen Ergebnisse. Also ihr Lieben, das war's von mir, das war's von eurem Ropi. Ich sag ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß auch weiterhin mit DreamWorks Dragons. Hey!